hatte die Chance, hier wirklich den größten Play. Play des Monats. Play des Monats auszufahren, ja. Das stimmt auch schon. Plays, wenn er hier den Turn also die Hand wäre gut angekommen. Auf Facebook und auf YouTube. Das glaube ich auch. Wenn du da den Turn reinstellst, das wäre Monster gewesen. Aber und ich glaube ihm auch, wenn er sagt, er war kurz davor. Ja, glaube ich auch. Er meint ja auch zu mir, er will gegen Scott, weiß er auch, dass beide da halt super viel ausrasten. Okay, hier Scotty, Top 2 gegen Pimo. Okay. Haben die anderen auch noch was? Und Gutshot bei Bernie. Da noch so ein. Achso, wir haben ja eben. War das die Hand davor oder jetzt die Hand schwarz-rot? Ne, davor war das die, glaube ich. Davor, was kam da? Da kamen, glaube ich, drei schwarze. Aber gucken wir im Stream, ich weiß nicht. Ich hab's ja auch nicht drauf geachtet. Aber diese Hand definitiv nicht. Auch wenn es schön wäre. Aber ich glaube, davor waren drei schwarze, aber das Weiß, den sehen wir ja noch. So, was passiert jetzt hier? Scotty bettet 35. Race von Pimo. Schneller Call von Bernd. Und ich denke mal, das wird Scotty nicht. Oh, Scotty slowplayt jetzt. Schauen wir mal, so ein Kreuz oder. Ein Kreuz würde hier auf jeden Fall Action generieren. Eine 7 Desaster. Ei. Da ist die 7. Oh, guck mal, der Blick rüber zu Pimo. Von Pimo. Und sieht man sofort am Durchpusten. Man sieht seinen Atem sofort. Ja. Wow. Das ist natürlich. Jetzt bin ich mal gespannt, was Scott hier macht. Das kann hier potenziell. Das kann böse enden. Ganz, ganz böse. Und jetzt wird Scott hier, raisen. Er muss raisen. Ich glaube, der Call vom Bernd macht ihm ein bisschen. Ja. Wäre Bernd nicht in der Hand, die Hand wäre schon links explodiert. Jetzt so eine 3, das wäre natürlich ultramäßig brutal. Eine 9. Oder eine 4. Eine 3. Es gibt einige Karten, die hier. Oh. Ach du Jesus. Scheiße. Ach du Scheiße. Uiuiui. Nuts für Pimo, second Nuts für Scotty. Dritte Nuts für Scotty. 7er Schlange auch noch. Das, also, wenn Pimo auf einen Spot gewartet hat am Abend, dann jetzt ist er jetzt. Ach du Alter, wenn wir uns Action gewünscht haben jetzt. Okay. Wow. Und Scott wird seine iPhones. Wow, und Scott freut sich innerlich, ist er am Lachen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und Pimo genauso. Was? Pimo und Pimo. Mann. Wow. Wow. Was macht Pimo? Ja, Pimo wird hoch anspielen, denke ich mal. Oder? Ja, glaube ich auch. So 600, 600 700. Irgendwas dazwischen. Wer wird sich jetzt einmal all in stellen? Würde zwar keinen Sinn machen, aber. Ja, das ist sogar mehr. Pot-Size ungefähr. Ja. 1000. Wow, der All-In. Was? Wow, All-In Insta-Call. Jesus. Oh mein Gott, 8000 Watt. Wow. Was ist denn hier los? Das sind 2000. Also ich glaube, die Einblendungen stimmen hier nicht ganz gerade. Nein, das stimmt. Ja? Nein. 2,5. Aber wir sind ja noch im Schockzustand gerade. Ja. Das kann man mal ein Setup nennen. Und sofort das Lächeln bei Pimo. Unglaublich. Das sind so knapp 2900 da. But he raised with nothing. 9 nothing. Which means I have to give you 9 8, 9 king.
Which means it's not a good play. I would bet the same if I have ace nine. Of course you would. You don't have to teach me how to play. I mean, it's a lucky. Wow, wir sind Schockzustand. Was heißt Schockzustand? Super schöne Hand hier. Riesenpot. Kolik? Kolik? Wie viel? Was kostet? Muss ich Sam читает? Ne, wo wurde читает Sam? Muss ich Sam читает? Ne, wo da ist Problem? Okay, I just lost 2,800 to a kid who doesn't know what country he's in, and you count wrong. 2,800 and... Oh Gott, ist richtig angepisst. Ganzen Winnings verblasen. Don't touch my chips. 2,000. Don't touch my chips. 65. Nice hit. Wow. Also 2865 war das All-In. Am River. Das sind ja schon mal fast 6000. Ja, das könnte hinkommen mit den 8500 da oben. Nee. Das Total Pot Size. Nur 7. 7.